Welcome back. Ja, das Crimson da halt vor meiner Nase liegt, dann nehme ich das auch natürlich mit. Okay, was auch immer da gerade auf mich gefallen ist. Er ist tot. Ich habe meine Luftkraft komplett vergessen. Aber zum Glück spielt das keine Rolle. Holy shit, was bist du denn? Schön aggressiv. Wenn du jetzt 100 Damage oder so machst. 1 Damage. Okay, das Spiel ist in dem Fall. Ah! Come on! Yeah, you die. Immer schön tiefer runter. Kann eigentlich auch schon diesen Potion hier verwenden. Kein Plan, warum ich das nicht wie früher gemacht habe. Da kann ich nämlich auch sehen, wenn Herzen auf meinem Screen sind. Da irgendwas anderes lustig ist. Leider ist das hier kein Trap Detector. Ich bin auf den Trap Detector Potion. Okay, da heißt es so. Da ist Danger Sense Potion, aber. Der Sinn ist deshalb. Meine Fresse. Der wollte mir echt gerade hier die Mortal Kombat Fatality geben. Oh. Jesus. Oh, that was scary. Du gibst mir keine Mortal Kombat Fatality. Genau da bin ich in den Abgrund. Meine Fresse, ist hier viel Spinnenweben. Macht mich aggressiv. Immer tiefer, ne. Stück für Stück. Immer schön den Hellerator. Expandung. Wie viel? Wir haben noch 20 Platten. Okay, das dürfte möglich sein. Ich hoffe, ein Stab auch an 12. Ich kann vielleicht auch ein bisschen Armor machen und hier noch ein bisschen hier auf dem Weg finden. Also wenn es in der Nähe ist, da ist Water, das heißt, ich kann einfach runterliegen. Das ist auch klein. Das ist schön im Weg. So, ich denke, ich grabe mich hier mal jetzt nach oben für Luft. Also nur so ein bisschen hier, so, noch ein Terraria-Life-Hack, kann der Vandalion machen, um Luft zu bekommen. Wenn ihr eine gute Pickaxe habt, mit einer Kupferspitzhacke, ist das ein bisschen lahm. Okay, Platinum war nicht gerade die schnellste, aber die ist gut. Okay. Lass hier auch gleich nochmal eine Fackel rein. Okay, aus irgendeinem Grund hat es nicht ganz geklappt mit der Anfrage, ich schreibe nochmal meinem Vater. Ach, muss man ja wieder einen Cut machen an der Stelle. Goodbye. Alrighty, I am back with some Kinderriegel drugs. But anyways, let us commence forth. Und holy shit, wir sind gleich in der Episode. Komplett vergessen. Ah shit, das war ein Fehler. Ich hab keinen Bock. Ich bin tot. Okay, ich bin noch nicht tot. Muss aber schnell sein. Auto-Placement, Junge. Ach!
Fantastischer Start, ja echt. Hat man gleich wieder richtig viel Bock weiterzumachen. Ja, bruh, hier den Potions habe ich auch gebraucht. Aber kein Regen Potion, also. Ja, wow, jetzt kann ich einfach nur warten. Ja, okay, aber warten. Dann die Action. Das ist ganz groß für den Backstein. Nur zu fliegen. Fortnite Kiddies Design. Holy smokes. Diese Explosion da hat mich gerade schon heftig irritiert. Don't get in my way. Okay, ich bin tot. Meine Fresse. Ich move diesen einen Block und schon ist man gleich tot. Na egal, ich gehe jetzt auch nicht mehr da runter. Hab keinen Bock. Drei Gold. Warum muss man eigentlich immer mehr Gold verlieren, als man hat? Ich finde das so retarded. Also mehr Gold als die Hälfte von dem, was man hat, verlieren, ja. Wahrscheinlich kann man so Gold duplizieren. Das wäre schön. Würde ich mich konstant umbringen. Also nur ein Terraria möchte ich und sowas. Mehr weniger. Auch ein Lifehack. Ja, brauche ich die Calamity Statue. No. Warte, was? Can be placed, the tail begins, ja. Wow, fuck you. Bringt mir nichts. Meine Fresse, meine Nase ist hier gerade real strong. That coke was a little too strong. Wenn jetzt irgendwo noch scheiß Falle ist. Untergrund. Desert. Warum ist hier komplett random und fucking Untergrund Desert? Okay, einfach den hier. So, aber mit Spoderman. Da unten ist noch ein Pinky. Mit dem lege ich mich jetzt nicht an. Der bringt mir eh nichts. Außer pinkes Gel. Na komm. Lass mich Spoderman machen. Hoffentlich spawnen hier keine gruseligen 40er Damage-Viecher. Ach, egal. Ich fahre dann andere mal meine 400 HP ab. Jetzt erkunde ich erstmal wieder noch. Jetzt zeige ich, dass ich hier eine gescheite Waffe krieg. Mein Amethyststab ist nicht gerade eine gescheite Waffe. Okay, weiter geht's. Erstmal schön drüber gelaufen. Okay, nichts Interessantes. Nur Blei, noch mehr Wasserflüssigkeit. Oh boy. Don't touch me. Sobald ich eine gescheite Magierwaffe habe, spiele ich dann auch nur noch Magier. Gerade mache ich halt aber ein Kombo aus allen möglichen. Ich probiere momentan einfach nur zu überleben. So. Hat er weggesniped. Dead though. Coin Portal, danke! Ja, okay. Jetzt muss ich mir auch keine Gedanken mehr um die 3 Coins machen, die ich verloren habe. Jetzt kann ich einfach noch happy sein. Oh, da sind gerade irgendwie so 3-4 Sterne oder so runtergekommen.
God said, have a great day. Great night. Haha. Danke für so ein großes Desert Hole. Offensichtlich nicht. Mining Potion, ja, hier, fucking need. Holy shit, ist dunkel. Doch ein bisschen arg dunkel. Ich guck mal, ob ich hier irgendwo. Bin ich irgendwo Brightness? Na egal. Ab ins Loch. Go to Honey Jail. Oh. Don't touch me. Just die. So. Linsen kann ich eigentlich auch gebrauchen. Kupfer Kurzschwert. Das ist ein schlechtes Item im Game. Dadurch kommt da jetzt keine Vieh raus, wenn ich hier gerade rüber baue. Und ja, ich selbst erkenne ja auch nicht gerade sehr viel. Zambi! Muss ich hier auf Parallax vielleicht? Das ist mein Problem. Okay, scheint nicht so. Nein, ich bin nicht in den Camera Mode oder was auch immer das gerade eben war. Ach, komm. Zombie Fans. Zombie Fans. Yeah, looking real good. Ich kann gar keine Sterne aufsammeln. Das heißt, ich bin noch an dem anderen Sternfang einfach vorbeigelaufen. Ah, ja, mit Pack. Ich hab da gerade genau vor meinen Augen ein Zombie gesmobbt werden. Da. Ach, komm. Can't see shit. Zombies mehr Armor als das stimmt mal. Wo ist das denn dahinter? So. Da! Perfekt. Wieder ein Wald. Okay, a bunch of stuff. That's how I like it. But nothing that I would really need. Ja, ich brauche irgendetwas, das Licht macht. Warum ist mein Game so dunkel? Ich check das nicht. Komm. Muss ich ernsthaft weg wegen scheiß Lichtproblem? Der Grund dafür ist einfach nur lächerlich. Wenig Licht zum Zocken. Bruh. Ich mach mal kurz Autopause an, damit ich hier in Ruhe das Licht hier einstellen kann. Bla 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 bla. Multicore Lightning. Kein Plan, was das ist. Mod configuration. Jesus, das ist einiges. Na egal. Ich suche
Boah, ich scheiß Gamma oder Brightness einstellen. Für meinen Cursor. Ja, okay, kein Plan. Ich mach einfach die Aufnahme heller. Da habt ihr das Problem halt nicht, aber ich. Wo hab ich das scheiß Auspause gemacht? Ja. Ach, Drecksvieh. Das Vieh ist auch fucking annoying. So, this is me. Nothing. Come on. Give me something. Stern. Noch ein Stern. Sterne, die meinen Namen tragen. Haha. Comedy. Mein Gott, das gibt echt kein Knockback. Ja. Oh, von dem Ding kriegst du einen Knockback, oder? Ja. Na, nicht wirklich. Einfach so ein bisschen. Drop Mana Stern. Danke. Now you can die. Alter, dieser Damage von dem Speer ist so random. Manchmal macht er irgendwie 9 Damage und manchmal eigentlich 1, 2 Damage. So, wow. Balanced. Ist schon zu realistisch. Was überhaupt realistisch ist. Ah, stimmt, ich hab noch meine Bricks. Go, Champ. Die. So. Und hoch damit. Mit meinem Körper. My body. So, ja. Als ob ich jetzt wieder falsch haben lassen, krass hier. Was bist du denn? Okay, der Speed ist ein bisschen gruselig. Throwing Brick hat der gedroppt, denke ich. Ach, Evo. Meine Augen. My eyes. Diese scheiß Lampe, die halt die ganze Zeit vor meinem Gesicht ist, brennt mir halt langsam die Augen raus. Ich denke, ich kann noch eine halbe Stunde so mit Licht weitermachen, aber dann muss ich die echt ausschalten. Sonst bin ich heute nur noch die ganze Zeit am Cryen. Dann heiße ich iCryMax. Was ist eigentlich da unten mit dem Background los? Ich check das einfach nicht. Warum ist das so buggy? Scheiß Team-Mode-Launcher. Hab noch so viele Bugs. Und das ist der fucking Jungle. Aber da hinten sehe ich auch gleich einen Scheiß. Bitte hat eine Magierwaffe. Danke, jetzt gibt's mir endlich eine Alternative zum Amethyststab und dann kommt der mit so einem Scheißdreck an. Wand of Sparkling and fucking annoying. Ansonsten würde ich den nehmen. Aber da er neu kann, interessiert sich der Motorsport-Ding dann halt auch nicht. Wo ich halt noch vor ein, zwei Folgen gesagt hatte, dass ich sogar lieber einen Motorsport-Ding als einen Amethyst-Stab nutzen würde, aber
In neuen bringt er wirklich nichts. Alter. Bricks fliegen so komisch. Egal, ich muss den Schleim ja nicht töten. Das ist ja nicht Doom Eternal. Aber irgendwie triggert er mich halt. So. Die Teile fliegen so komisch. Weiß ich, erwähne schon zum 4., 5. Mal oder so, aber ist halt so. Okay, und ich hoffe, dass ich nicht die ganze Zeit hier wie ein Fettsack ausgesehen habe. Weil es kommt mir irgendwie so vor, weil meine Hälfte meiner Klamotten die ganze Zeit auf dem Tisch lag. Und die Hälfte meines Hoodies. Lal. Meiner Klamotten, wahrscheinlich. Ich war im scheiß Wasser. Terraria auf einmal realistisch wird. Was sind das für Dinger? Holy sh! Okay. Jesus. Yes, thank you. Finally. Okay, schnell sortieren, sortieren, sortieren. Ja, okay, genau, weg damit. Die. Perfect. Ich gehe da jetzt nicht in den Untergrunddschungel, für den bin ich auf jeden Fall noch zu scheiße. Ich muss da echt mal gucken, was mir aus diesem Wulfrum, was die ganzen Wulfrum-Viecher da die ganze Zeit halt craften kann. Hoffentlich Magie-Zeugs. These are a lot of pots. Kind of satisfying. Ah, oh, fuck. Die. Okay, ich hab's noch gar nicht sortiert. Vielleicht auch genau neben meinem Schild ablegen. Da kann ich halt immer erst den Debuff machen, also den Flammen-Debuff und dann halt hier mit meinem Amethyststab zu spammen. Aber gerade spawnen ein bisschen viele Schleims. Das überfordert mich slightly. Ich will nicht gegen Schleim sterben. Wolfram Metal Scrap. Das ist auch dasselbe, was ich die ganze Zeit schon bekomme. Ja. Okay. Komm schon. Mach Flammen, die Waffe. Da bin ich. Ich glaube, es ist nur eine Sekunde oder so geht. Okay. Egal. Aber das ist halt immer noch keine gescheite Magie-Waffe. Also spiel ich weiterhin noch Mischmasch. Ich kann sagen, was ich wollte, aber World of Sparkling ist und bleibt scheiße. Egal, wie sehr ich probiere, diesen Stab zu lieben. Jedes Mal, wenn ich ein Spiel, muss ich einsehen, dass es einfach scheiße ist. So kann ich meine Gegner einfach wegbieten. Das ist Crimson Biome. Okay, jetzt langsam bin ich doch in a real pinch. Okay, komm, Brick Spam. Ja, die machen immer noch den meisten. Auch wenn die komplett fliegen. Besser als alles andere. Crimson Breath. 130 HP. Jesus. Nicht so viele Drecksviecher, ja. Alter,
Habe ich einen Confused Debuff? Oder warum bin ich gerade in die falsche Richtung gelaufen? Dschungel und Crimson, das ist so eine Drecks-Kombo. Gott, den meisten DPS am Anfang hat halt immer auf die Scheiße. Oder wie auch immer die jetzt heißt. Ich laufe da jetzt nicht durch, ich will gerne, dass sich meine HP wieder regeneriert. Ich habe nämlich nur ein bisschen über 100 HP. Ah, gleich Herzen raus. Oh boy. Scheiß Bricks. Warum kriegt der eigentlich keinen Knockback? Oh, ja, der hat einen Confused Debuff. Das hab ich doch gewusst. Krasse, dieses Ding ist zu stark. Und da oben kommt gleich auch irgendein Scheiß runter. Yep. Was ist da gerade abgehoben? Was bist du? 1000 HP! Okay, alt, einmal head out. Alt, einmal head out. Das war zu viel. So, kann ich mir noch craften. Wolfram Staff. 12 Magic Damage. Cast the Wolfram Bolt. Der macht 16. Ein Wolfram Bolt. Ich weiß nicht. Wenn es irgendein Debuff hat, dann wäre das ganz nice. Aber ansonsten. Ja, ich denke, ich craften mir dann einen Wolfram Staff. Okay, brauche ich noch 3 Stück, dann kann ich mir ein Wolfram-Ding machen. Kriege ich vielleicht noch hin. Muss nur wieder ein paar Wolfram-Bücher finden. Der Background fuckt mich schon so ein bisschen ab. Come on! Das ist eine scheiß Truhe, muss das sein. One. Weil ist doch garantiert irgendwas. Okay, kann sein, dass da unten noch was, aber ich gehe da jetzt nicht rein. Ist zu langweilig. Oh, Action. Ich denke, euch als Zuschauer wird ja auch langweilig. Gerade wo wir so viel Action Crimson Biom hatten, fühlt sich der Rest hier wieder so langweilig und öde an. Okay, mache ich einfach den hier, dann komme ich dann da auch rauf. Ja, yep. Und die kurze Range macht sich auf jeden Fall bemerkbar. Ach, das triggert mich so hart, wenn man immer mehr Arbeit investieren muss, als eigentlich notwendig ist. So. Dann müsste ich jetzt doch hier langsam aber... Shit, was... What the fuck? Was war das denn für ein Vieh? Ist es... Okay. Sah wie irgendein Wolfram-Vieh aus, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall fast as fuck und konnte auch durch Wände durchfliegen. Ah. Eismion. Gibt's hier auch irgendwie einen Normal-Mode? Ice Staff oder so ein Kack. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Wenn ich hier mal eine Höhle finden könnte. Okay, nee. Aber ich finde gar keine Höhle. Ich will eigentlich nur noch mal schnell 2-3 Wolfram-Druiden bekämpfen. Damit ich hier noch meinen Staff machen kann.
Tschüss. Pinguin die. Okay. Das sieht mir nach einer Höhle aus. Würde noch ein Chest am Eingang. Da scheint irgendein anderer Gang zu sein oder irgendwas in der Art. Auf jeden Fall geht's da runter. Yep. Okay, da geht's nicht wirklich irgendwo hin. Warte einfach instant auf. Da oben ist der Dungeon und wenn ich jetzt hier aus irgendeinem Grund einen Dungeon Guardian triggern sollte. Ganz ehrlich, ich wüsste nicht, was ich dann tun muss. Keine Ahnung, ob ich das überhaupt erwähnt hatte. The old dude. Yeah. Ich weiß nicht, wie der Waterboard jetzt aussah als Buch, aber ich probiere mal mein Glück. Warte, ich kann ja auch schnell googeln. Hier, gute alte Gaggel. Komm, ist auch die Zeit. Ja, okay, gut. Ich kann es noch kurz nachgoogeln und probieren, noch den Waterboard zu kriegen. Waterboard. Bam. Come on. There we go. Waterboard. Blaues Buch. Okay. Was von denen vielleicht? Nee. Ja, ich bin tot. Ah! Fuck! Kacke aber auch! Ach. Aber kein Waterboard. Kein scheiß Waterboard. Na egal, wenigstens wissen wir jetzt Bescheid. Ja, und, goodbye.